Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur NHL 21, zu der Eishockey League mit den Innsbrucker Haien. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und auch von meiner Seite her ein glückliches neues Jahr hier von mir, ein Neujahrstag vom Neujahrsspieltag auf meinem Kanal. Ich hoffe, es seid so gut umgerutscht, es mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. Was jetzt fürs Jahr 2021 hab's. Ich hab's schön gefeiert. Und seid halt nicht so lala drauf. Nachher Niederlagenspiel gegen Salzburg am letzten Spieltag versuchen wir hier heute am Neujahrsspieltag das für uns zu gewinnen. Was uns gleich am Anfang nicht gelingen wird, warum auch immer. Das erste Tor geht an die Bulldogs zu Hause. Aber es ist ja gerade das war's zu Null. So, jetzt hat. Na, kurz Zusammenspiel. So, jetzt hat's. Geht schon, Jungs, kämpft schon, Fürche, Fürche. Jawohl, das ist gerade ein Glückstor gewesen. Da sehen wir unseren Topstorer von den Innsbrucker Haien im Bilde. So, jetzt halt. Wir sind gerade ein Tor zurück. Wir haben ja das letzte Mal bewiesen, wir kennen das, dass wir uns zurückkämpfen. Ich habe gerade den Fehler gemacht, dass ich einen Goalie außer gemacht habe im letzten Spiel. Das wäre hier hoffentlich. Also ich wäre nicht außer da, wenn außer dort, dann tut es jeder der Co-Coach. Aber hier ist der Ausgleichstreffer von unserer Nummer 57. Vom Ludin. Vom Luis. Somit ist wieder alles offen. Hockey Club Innsbruck goal, scored by number 57, assisted by number 44, Sasha Guimard, and by number 90, Tyler. Time of the goal, 14 minutes, 16 seconds.
Mindestens haben wir einen Ausgleich geschafft in dem Drittel. Jetzt habe ich mich gerade noch kurz konzentrieren müssen, nicht, dass ich noch kurz vor dem ersten Drittel hier nur etwas aus dem Ruder läuft. So, jetzt hat zweites Drittel. Innsbruck gewinnt das Bulli, Rosin. Herbert. Funktioniert nicht. Auf geht's. Was, Kotti? Nerven wie Steu. Reaktion wie eine Katze. Super gemacht. Tonbühlen geht in Führung. Das heißt, wir müssen gleich die Antwort schießen wieder. Jawohl. Super Zusammenspiel. Jungs, geht schon, Thornberger. Ich weiß, die Bulldogs wollen ihren Führung ausbauen. Aber Innsbruck gleich durch die Nummer 41 gemessen sei raus. Durch die 44. Sascha, 41 kommen wir gar nicht. Jetzt geht's heiß zu. Und somit macht unser Nummer 89 den Führungstreffer. Unser Bär, unser Lukas. Achtes Tor in dieser Season.
Club Innsbruck Bulls, scored by number 89, assisted by number 92, and by number 90, Tyler Kuma. Time of the goal, 13 minutes, 26 seconds. Salz, Rastkrot, ausbauen, ausbauen, ausbauen und Druck machen auf den Gulli. Abseits. Nein, man fast denkt, ein bisschen drüber gerutscht dieser. Wir haben 9 Punkte Vorsprung gegenüber den Wiener Capitals. Also ich bezweifle drum, dass wir bis zum regulären Season Ende vom Thron gestoßen werden. Also ich würde es wirklich bezweifeln. Innsbruck ist nämlich in der Season richtig geil drauf. As a safety issue and courtesy to you, our fellow fans, please keep the aisles clear during gameplay and wait for a break in the action. Tor drüber. Schott. Auf geht's, Kämpfer, Jungs. Das ist das letzte und gefährlichste Drittel. Bühnen kann dazu schaffen, dass sie in die Overtime kommen. Oder generell das Wingert. Das ist gefährlich. Wir sind gerade ein Tor voraus. Jetzt hast du konzentriert bleiben. Warum läuft keiner zur von meinen Kollegen? Nein, wir haben Angst vom Puck. Und somit Absicherungstor von unserer Nummer 84 vom Luke. Viertes Tor in dieser Season. Hätte ich nicht gemacht, dass es mit Pro so gut geht. Ski angefangen, Ski angefangen.
Unser Scotty hebt. Unser Scotty hebt. Und die Nummer 89 müsste es gewesen sein. Macht ein weiteres Tor. Unser Lukas Bär. Die letzten zwei Spielminuten fangen wir gleich an. Ab jetzt. Das heißt, wir müssen kämpfen. Und machen damit mit unserer Nummer 91 ein weiteres Tor. Der Herbert natürlich. Sechstes Tor in dieser Season. Ich sage ja, Innsbruck ist geil drauf. Der Pott wird diesmal nach Innsbruck wandern. Und was für mich richtig geil ist, dass mit dem Schwierigkeitsgrad, was ich mir ausgesucht habe, dass das funktioniert. Dass ich nicht zu aufpassen muss, dass die mir mal leicht geht und die mir mal kämpfen müssen. Das ist das, was mir taugt. Und dass das Neujahrsspieltag ist. Sollen sie ein Tor machen, sollen sie ein Tor machen. Wir haben das Ding gleich einmal gewonnen. Jetzt werden es kämpferisch, die Bulldogs. So wie mir im letzten Drittel, aber das nutzt einer nichts. Sechste ist extra. Jetzt wird es heißen: extra Mann für die Bulldogs, extra Tor für Innsbruck. Von unserer Nummer 20 von Dürnberg. Es gibt nämlich ein russisches Sprichwort, gell? Ein Sprichwort, aber in Russland sagt man so, so wie es Neujahr anfangen, so wird es restlose Jahr werden. Also heißt das jetzt halt für mich, das ist das Neujahrsspiel, auch wenn ich es nicht am Neujahrstag aufnehme, aber genauso wie das Spiel jetzt hier stattfindet, so wird wahrscheinlich das ganze Jahr dann laufen für die Innsbrucker. Woher das ist, weiß, meine Frau ist nämlich Russin. Zwei Tore sind es noch hinten. Aber das nutzt nichts. Die Innsbrucker wohnt halt jetzt einfach um einen kleinen Ticken besser als wie die Dornbirner. Aber gut, sie haben es versucht zu kämpfen. Sie haben es versucht zurück zum Kämpfen. Und das ist das, was erzählt, meine Sportsfreunde. Das ist das, was zählt. Der Kampfeswille der Mannschaften. Super gespielt von der Dornbirner KI, kann man nicht sagen. Gefällt mir. Jetzt zum Schluss haben sie dann das Kämpfen angefangen. So wie wir im letzten Spieltag gegen Salzburg.
Aber im Endeffekt gewinnen wir das Neujahrsspiel mit 7:5. Die Bulldogs haben einen Star auf Herrn ihrer Seite. Wir haben einen Lukas Bär mit 2 Toren und 1 Assist. Und die Bulldogs haben auch noch mehr eins da. Also bleibt uns gerade eins da, obwohl das wir gewonnen haben mit 2 Toren und 1 Assist. Und erster bleiben wir auch. Ist ja spitzenmäßig. Das ist ja spitzenmäßig. Dann darf man uns da mal nach vorn simulieren. Und dann schauen wir uns die Tabelle an. Und die Tabelle sagt uns, Innsbruck ist mit 66 Punkten Tabellen Topstorger, beide Mannschaften in Führung sozusagen. Danach kommen die Wiener Capitals, Salzburg hat Bratislava überholt, schaut er die so, aber einen Punkt sind es noch hinten. Dann kommt der KAC auf der 4, Bratislava, der VSV, die Südtiroler, also spielt der erste das nächste Mal gegen den 7. Dann kommen die Black Wings 1992. Dann die Dombirner auf der 9 sind abgerutscht. Dann kommt der AV19 und dann die Grazer. Gerade nochmal vorher schlucken müssen, nicht, dass man so wie es beim letzten Mal ist, die Stimme versagt bei die Grazer, weil sie so weit unten sind. Aber die haben aber nur die Möglichkeit, dass sie bis ins Finale kommen. Bozen hat es bewiesen. Ich sage es aber jedes Mal gern dazu. Bozen hat es bewiesen, dass vom letzten Platz zum Meistertitel gegangen ist. Aber, na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's für diesen Spieltag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier auf meinem Kanal mit den Innsbrucker Haien weitergeht, nichts mehr Neues verpasst wird. Und dann wünsche ich Ihnen nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video anschaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Formen getrennt, in der Sache feind. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus!